Heute gibt's mal was Salziges, mein Süßkartoffel Zweierlei Chili. Könnt natürlich auch ein Dreierlei Chili daraus machen. Ja, ganz wichtig ist natürlich ein bisschen Tomatenmatsche. Außerdem nehme ich für mein Chili jetzt schwarze Bohnen und Kidneybohnen. Weiße Bohnen würden sich aber auch noch gut anbieten. Außerdem, ja, eine Karotte und insgesamt braucht ihr eine Paprika. Gewürzt wird das Ganze mit 25 Gramm Tomatenmark und Gewürzen wie Kumin, Chili, Pfeffer und Salz. Außerdem könnt ihr noch eine Jalapeno und Knoblauch besorgen. Dann kommt natürlich ein bisschen Süßkartoffel rein. Zu Beginn erstmal die Karotte klein raspeln. Wie gesagt, von der Paprika braucht ihr nur insgesamt eine und die würfelt ihr. So, kommen wir zum Knoblauch und der Jalapeno. Den Knoblauch, den könnt ihr einfach klein drücken mit der Messerspitze und die Jalapeno, die schneidet ihr in kleine Würfel. Das kann eigentlich dem einen oder anderen auch an Schärfe genügen. Jetzt zur Süßkartoffel. Die schält ihr und schneidet die in kleine Würfel. Kann auch ordentlich was zusammenkommen. Und ja, dann tut ihr einfach alles nacheinander in den Topf rein. Und wenn ihr dann alles drin habt, dann könnt ihr das einmal gut vermengen. Ihr könnt auch noch ja, so ein halbes Glas Wasser dazu machen. Und dann den Deckel drauf und bei mittlerer Hitze für ja, 10 Minuten auf dem Herd aufkochen und dann einfach mit geschlossenem Deckel stehen lassen. Die Portion macht einen wirklich satt, deswegen ihr könnt das auch ganz gut auf den ganzen Tag verteilen. Die Nährwerte sprechen definitiv für sich. Viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, es wird euch schmecken.